Erster. Möchte noch jemand nachschlagen? Ich. Hättest du vorher fertig werden müssen und das hier hätte dein Preis sein können. Kannst du dir selbst auf die Hüften tackern. Okay, dann sind wir ein gutes Team. Ey, du hättest ja auch mal an Tommy denken können. Das ist erst eine erste Portion. Das hier ist keine Kleinanzeige und schon gar nicht auf Verhandlungsbasis. Also wirklich lieb gemeint, aber ich habe keinen Hunger mehr. Schmeckt sie nicht? Doch. Du hast es sehr toll gekocht, das schmeckt wirklich sehr lecker. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch streitet. Wollt ihr mal Nachtisch haben und euch den teilen? Teilen? Nein. Haben? Ja. Ach Leute. Schere, Stein, Papier? Ohne Brunnen, wer es erstes drei hat. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Kennt ihr so Menschen, die unfähig für Wettkämpfe sind? Tommy ist so einer. Sobald irgendjemand auch nur irgendwas verlieren kann, funktioniert er nicht mehr. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Nein. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Stopp! Vertragt euch. Ich gehe jetzt in die Küche und mache noch mehr Nachtisch, dann könnt ihr beide zwei haben. Ich nehme drei. Nur wenn ich vier bekomme. Malte, ich glaube, wir machen Tommy Angst. Nein, ich habe keine Angst. Ich bin einfach nur lieb. Wenn ich anderen Leuten eine Freude machen kann, dann kann ich das auch nicht abschlagen. Beweis es. Lass uns ein Spiel spielen. Schade? Nein, irgendwas mit Gewinnern. Und Verlierern. Oh, es gibt tolle Teamspiele, die kann man gemeinsam spielen, da kann man auch gemeinsam gewinnen. Wovor hast du so eine Angst? Du heißt Tommy Ralf Josef. Du solltest ans Verlieren gewöhnt sein. Ich habe keine Angst vorm Verlieren. Ach, wirklich? Hey. Hey. Wollen wir was gucken? Was denn? Wie wär's mit Rocky? Ist das nicht dieser Boxerfilm? Ja, und eine Romanze. Und es ist total egal, dass er am Ende den Kampf verliert. Boah, nee, lass mal. Lost? Nee, da bekomme ich beim Namen ja schon ganz out. Engel der Verlorene? Gott. König der Löwen? Nein, ich mag das nicht, wenn Simba seinen Vater verliert. Ich meine ernsthaft, wer kann nicht König der Löwen gucken? Jedes Warzenschwein hat mehr Mumm als du, Tommy. Über die Szene mit der Herde in der Schlucht macht man keine blöden Witze und es ist total normal, als erwachsener Mann mal Tränen in die Augen zu kriegen, weil die Luft trocken ist. Ich spiele total gerne. Teamspiele halt. Charade, das Fingerfadenspiel. Oh, es gibt sogar ein Spiel, wo man gegen den Virus kämpfen muss. Und wer gewinnt da? Ja, wir alle. Also keiner, weil wenn alle gewinnen, dann gewinnt keiner. Tja, eben. Wo ist denn deine Nervenkitzel? Das Risiko, der Spaß. Manchmal gewinnt ja auch der Virus. Hm? Ich meine, nicht jeder muss oder kann immer gewinnen. Schiss vom Wettkampf. TTT. Typisch Tommy Thorlingling. Ich spiele total gerne mit euch. Gegen uns. Hä? Du spielst gegen uns und du wirst verlieren. Gnadenlos. Gewinnen ist nicht alles. Doch. Süß, hast du denn auch schon deinen Dreiradführerschein bestanden? Was spielen wir denn? Ich habe ein richtig geiles Spiel vorbereitet. Charade? Nein, Tommy, niemand will dich hampeln sehen. Maltenga! Mein Tanga? Maltenga! Maltenga, 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 Maltenga. Das ist ein Holzwackelturm mit seinen Regeln. Er findet das lustig. Ach, lass uns einfach spielen. Du fängst doch schon an zu zittern, weil du Angst hast. Und du bist so klein, dass du nicht mal oben an den Turm kommst. Ha, ha. Können wir dann jetzt mal anfangen? Ich habe schon ganz andere Türme zum Wackeln gebracht. Maltenga! Tada! Der ist jetzt nicht gerade riesig. Das habe ich ihm auch gesagt. Leute, es geht hier nicht um Größe. Es kommt auf die Perspektive an. Gut, ich fange an. Was sind heute die Regeln? Du nimmst von unten einen Stein, legst ihn oben drauf, der Turm fällt nicht um. Fertig. Strike! Tommy, du bist dran. Ganz fein gemacht. Aber Leute, das muss ein bisschen schneller gehen. Ich zeig euch mal, wie das gehen muss. Diese großkotzige Art von Malte, die steht mir echt bis hier. Okay, bei Malte wird es vielleicht bis hier gehen. Aber dass er damit durchkommt, das ist echt das Schlimmste. Immer wenn er große Töne spuckt, gewinnt er. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? So, und damit ihr nicht einschlaft, kommt jetzt die erste alternative Regel ins Spiel. Aber jetzt spielen wir nur noch mit der schwachen Hand. Hey, das ist total unfair. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst. Vergiss es. Und ab jetzt muss man die Steine von oben wieder nach unten stecken. Und ab jetzt muss man sich vorher 20 Mal im Kreis drehen. Und ab jetzt muss man mit Stäbchen spielen. Und ab jetzt auf einem Bein. Und ab jetzt mit Kitzel. Und ab jetzt mit einer Socke an der Hand. Mann, Malte, das ist doch Schwachsinn. Diese Regeln denkst du dir doch nur aus, damit du gewinnst. Mit dir zu spielen, ist wie mit einem Diktator zu spielen. Man darf nicht gewinnen. Bist du traurig, weil du schlechti-schlechti? Bist du traurig, weil du schlechti-schlechti? Was soll das nächstes kommen? Dass wir blind spielen? Und ab jetzt spielen wir blind. Habt ihr schon? Was? Hat irgendwer schon irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Was? Du bist dran. Ach so. Ey! Was war das? Ich hab
irgendwas Glitschiges berührt. Junge, das ist meine Hand. Hanna ist dran. Mann, Malte. Ja, mach doch hinne. Gewonnen? Ja, Hanna hat verloren, so wie immer. Wie immer? Du meinst so, wie du immer gegen mich im Mario Kart verlierst? Das war dreimal. Wir haben nur dreimal gespielt. Mimi, lass dich nicht rumheulen, weil du in Maltenga verloren hast. Maltenga mit deinen bescheuerten Extra-Regeln. Es macht keinen Spaß, mit dir zu spielen. Es reicht! Natürlich macht es keinen Spaß, mit euch zu spielen. Du bist total die schlechte Verliererin und du bist ein total schlechter Gewinner. Ich habe keine Angst vor Wettkämpfen. Ich habe Angst, mit euch zu spielen. Da kann man nur verlieren. Und zwar die gute Laune. Das schlägt mir total auf die Seele. Mann, aber so ist das doch gar nicht gemeint. So ein bisschen Konkurrenz, das muss man schon aushalten. Dann lass dein Ego vor der Tür, wenn du gewinnst, und nicht alle runterzumachen hier. Ja, okay, vielleicht bin ich nicht der beste Gewinner. Ja, das stimmt. Aber ich bin doch nicht echt eine schlechte Verliererin. Hanna, du bist beleidigt, wenn du sonntagmorgens nicht die Erste bist, die wach wird. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt, dass Hanna wirklich gut verlieren kann. Lass uns eine Runde Mario Kart spielen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, der Nachbar. Alter, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie wir das Problem mit dem Nachbarn lösen, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Kommt am Donnerstag und bis dahin könnt ihr einfach mal hier das Video anklicken, da bin ich vielleicht nackt. Vielleicht habe ich da aber auch was an. Man weiß es nicht. Bin ich jetzt im Fernsehen? Nee, das ist ein Video.